So, dann gucken wir uns noch mal die neue Kanone an. Ist für Stufe 10, damit hat sich die Geschichte auch schon. Und ansonsten haben wir eigentlich nichts bekommen. Dann können wir das ja gleich lassen und zur nächsten Mission übergehen. Arena-Bereich. Schon wieder Typhon Arena, Arena-Bereich. Und wir haben nur eine Mission Belohnungsauswahl. Also ja, Kyras ist uns entkommen, aber wir setzen die Jagd nach ihm fort. Los geht's. Wie immer diese Truppen entsenden. Los. Globalfähigkeiten. Sie haben auf Globalfähigkeiten immer Zugriff, sobald sie freigeschaltet wurden, unabhängig davon, welche Einheit gewählt ist. Diese Fähigkeiten erscheinen über ihre Ressourcenanzeige. Ja, davon hatten wir ja schon welche, die den Rezeptor, der gegnerische Feinde angreift und die Sporenminen, die wir abwerfen können. Jetzt haben wir auch noch das Brutnest. Die meisten Globalfähigkeiten erfordern eine völkerspezifische Ressource, wie etwa War der Orks, die durch das Töten von Gegnern und das Zerstören von Gebäuden verdient werden. Ja, wir haben auch irgendwas Spezielles, kann ich ja gleich mal gucken, wie Verbessert. das heißt. Aber erst Zwischensequenz. Man hielt die Tyranniden für Vorboten des Untergangs dieser Welten. Ich vermute, sie sind es noch. Nur nicht der Untergang, an den man zuerst dachte. Nachdem die Eldar sich nicht mehr einmischen, kann ich die Exterminatus-Schiffe in den Orbit leiten. Der große Verschlinger. Ich habe euch ein gutes Festmahl bereitet, ihr Xenos. Hier ist ein Vorgeschmack. Also ja. Typhon. Sieht ziemlich idyllisch und schön aus eigentlich auf den ersten Blick. Wir sind angekommen und werden jetzt den Angriff ausführen. Aber leider nicht mehr lange. In Lehenspflicht für unseren Gott, Imperator, und für die Anmut des goldenen Throns, erkläre ich den Exterminatus für die imperiale Welt Typhon Primaris. Hiermit spreche ich das Todesurteil für eine ganze Welt und übergebe 1 Milliarde Seelen an die Vergessenheit. Möge die imperiale Gerechtigkeit in jeder Hinsicht gelten. Imperator, steh uns bei. Und so geht der Exterminatus los. Alles wird bebombt. Es muss anziehend sein, zu sehen, wie ein Planet sich windet und schreit, zu spüren, wie er unter den eigenen Füßen zuckt, zu beobachten, wie er stirbt. Bei Zeiten werde ich dieses Geschenk vielleicht mit jeder Seele in der Galaxis teilen. Bis dahin. Biologische Verbesserung unterwegs. Und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier abhauen. Weil es geht wirklich alles vor die Hunde. Die Brücke brauchen wir gar nicht erst benutzen. Einheitenevolution abgeschlossen. Verbesserung abgeschlossen. Weil die gerade eingestürzt ist. Wir müssen einfach was gucken, dass wir weiterkommen. Durch das Gebiet. Wir haben ausgeführt. Nicht mal 18, gerade mal 18 Minuten noch Zeit zu viel Dauer, bevor der Exterminatus verstanden vollständig eingeleitet wurde. Das ist ja jetzt nur Vorarbeit. Wird ausgeführt. Nicht gerade etwas Schönes. Also ja, sie machen es nicht so Star Wars-mäßig mit einem Todesstern und Planeten einfach in die Luft jagen. Sondern sie machen einfach alles, was in der Oberfläche ist. Okay. Wird ausgeführt. Aua, Orks. Da lang brauchen wir auch nicht gehen. Die Brücke stützt nämlich auch ein. Oh.
Da sollten wir weg, da kommt vielleicht was runter. Verstanden. Aua. Gebäude einnehmen. Können wir gebrauchen. Gerade und Rachel haut uns nach Fleischer um. Wird ausgeführt. Oder sie haut uns zu. Wir hier immer auf Tyranten. Verstanden. Die sind leider nicht auf unserer Seite. Die sind nicht, mit dem Schwarmbewusstsein verkoppelt und randalieren deswegen wild umher. Aber sie sind definitiv nicht so stark wie meine Tyranten. Der hat fast die doppelten Lebenspunkte in meinen Tyrantenwache. Also brauche ich das nicht so eng sehen. Verstanden. Und ja, ich habe gerade nachgeguckt, unsere globale Ressource ist Biomasse. Was ja ziemlich klar sein dürfte. So, die Ressourcen hätte ich gerne. Wird verbessert. Die Sekunde nehme ich mir einfach mal. Hält verbessert. Heißt nämlich nie, weil man die noch mal brauchen kann. Aua. Nur gucken, dass wir den Tyrannen hier auch bekommen. Und wir müssen hier zu diesem Vertrauenstümpel kommen. Zu entkommen. So, hier geht's jetzt weiter. Verstanden. Die Brücke stürzt wahrscheinlich auch wieder ein, also müssen wir außen rum. Hier geht dann lieber mal raus. Wird ausgeführt. Ich werde hier ein bisschen einmischen von mir aus. Oder am besten wir brechen einfach mal durch. Lassen die Orks gegen die anderen Tyranniden kämpfen. Was nicht geklappt hat. Verstanden. Und noch ein Ork. Und weg. Aua. Wird ausgeführt. Ja, panische Flucht. So, die lassen wir jetzt hier einfach mal in Ruhe. Obwohl, ich glaube, den Darkpot sollten wir ausschalten. Verstanden. So, der Darkpot ist weg. Der Rest kommt auch weg. Ich würde gerne die anderen Tyranniden übernehmen können, aber kann ich leider nicht. Wird ausgeführt. So. Holen wir uns noch die Gegenspieler hier. Verstanden. Und ab hier rüber. Und wieder losgehen auf den Darkpot. Dann nehmen wir das Nest ein und tun jetzt auch da die Ressourcen. Warlord kann das Nest einnehmen, wir können gegen den Jagdpot kämpfen. Naja, hier haut euch da schön. Hier auch die Tyranniden. Das freiräumen bitte. Wird ausgeführt. Ressourcenpunkt erobert. Neue Ressourcen. Neues Glück. Wir liegen gut in der Zeit. Wir haben noch über 13 Minuten. Verstanden. Aua. Wir müssen ja nur noch hier hochkommen. Und hier sind wir dann wieder in der Typhon-Arena, die jetzt nicht mehr ganz so schick aussieht wie vorher. Also jetzt sind hier riesige Löcher und Krater drin. So, wir müssen nur hier hochkommen. Aua. Ich sag immer, was ist das? Ihr niedriges Ungeziefer glaubt wirklich, dass ihr entkommen könnt? Undankbarer Abschaum! Ihr vergeudet Lord Kyros Geschenk eines ruhmreichen Todes! Bezahlt eure Strafe mit Blut! Blut für den Blutgott! Schädel für den Schädelthron! Jupp. Jetzt müssen wir an dem da vorbei, der gerade den Carnifex zerlegt hat. Siegziel gesichert. So. Holen wir gleich mal Symbionten.
Jetzt, wo wir das Siegziel gesichert haben. Und geben uns noch einen Pyramiden laut mehr Energie. Denn jetzt geht es darum, Blut zu vergießen und die Pyramiden-Champion, die Chaos-Champion auszurotten. Verstanden. Und zwar das innerhalb der noch laufenden Zeit. Nein, ihr seid nicht drehbar. Ich wollte euch nicht heute meinen Pyramiden dort haben. Der kann nämlich was Glück erstmal hier reinfahren. Wird ausgeführt. Könnte ich ein Blutdienst rufen? Nicht, aber nicht. Ich könnte den Rezeptor rufen. Ja, das wird was bringen. Verstanden. Wird gebaut. Der hilft dann ein bisschen mit beim Vernichten. Der Feind zielt auf unser Gebäude. So, ein Rezeptor haben wir nun. Wird ausgeführt. Der hilft uns ein bisschen. Wir haben ja schon über 100 Gegner getötet. Von 180, die wir brauchen. Und zwar reißen wirklich alles. In Verstanden. Na komm, hier wird auch noch. Da kommen schon wieder neue. Und da ist noch eine Ressource, sehe ich gerade. Wird ausgeführt. Die können wir auch noch holen. Oh, das ist ja nicht mehr viel, ne? Verstanden. Hier dann noch. Umlücken. Bon. Oh, da kommt die Mond jetzt. Und da kommt auch noch ein Haufen. Wird ausgeführt. So, einmal wieder Blut erstmal abfeuern. Eines unserer Gebäude wird angegriffen. Sehr schön. Dass das Gebäude eingetreten wird, so dass wir langsam. Niemand darf entkommen! Niemand darf der Opferung entkommen! Ja, da ist der Chaos-Champion. Der muss jetzt gekriegt werden. Wird ausgeführt. Kann nicht ausgeführt werden. Jetzt kann es aber wieder ausgeführt werden. Was haben wir genau verloren? Die Senatoren? Verstanden. Jetzt gehe ich mal zurück zum Schwabenlord. Besser ist das. Eines unserer Gebäude wird angegriffen. Haben wir noch einen Brand gemacht? Nun gießt ich mal kurz ein. Zum Heilen. Wird ausgeführt. Champion ist weg. Du kannst ihn gleich wieder ausüben. Verstanden. Noch den Gegenstand. Haut von Tygons erhalten. Klingt ziemlich komisch. Wird ausgeführt. Bringen Sie Ihre Helden zu dieser Position. Ja, kein Problem. Einfach nur hier durchstürmen und ab zum... Verstanden. Ab zur Ursuppe. Ich werde uns da so ein Verdauungstümpel mehr ansehen. Grüner Schleim. Naja, ist ungefähr auf dem Niveau von Nörgels Eiterbeulen. Wird ausgeführt. Und wir haben es geschafft zu entkommen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja. Tyranno formieren. Klingt cool. Lassen Sie aus dem Boden Kapillartürme wachsen. Diese verursachen bei feinen Schaden und transformieren das Gebiet. Tyrannen im Umfeld erhalten einen Boni. Also das ist die ultimative Globalfähigkeit. Fortsetzen. Einen Stufenaufstieg gab es nicht, aber wir haben die Haut von Tygonus. Die gucken wir uns aber erst nachher an. Ja, der Exterminatus.
hat den ganzen Planeten in Schutt und Asche gelegt und uns fast mitgenommen. Heftig, oder? Es liegt in der Natur des Menschen, in Zeiten der Tragödien die Schuld zu suchen. Es ist ein Zeichen der Stärke, sich gegen das Schicksal aufzulehnen, anstatt den Kopf hinzuhalten. Unausweichlich werden viele die Hände auf dem Schwert, das Typhon Felte beschuldigen, den Ordo Malleus. Aber die Inquisition erfüllt nur ihre Pflichten. Sie zu fürchten ist überflüssig. Sie zu hassen, ketzerisch. Jene, die aufmerksamer sind, werden die Verantwortung bei denen suchen, die die Hände der Inquisition gezwungen haben. Mit etwas Glück werden sie diesen Hass in Hingabe umwandeln und ihr eigenes Schicksal verändern, indem sie in die Dienste des Imperators treten. Ja, letztendlich war ich es, der diese Ereignisse in Bewegung gesetzt hat. Mit einem einzelnen Schlag durch meinen Hammer, dem Gottspalter. Ja, das war ist die wahre Exterminatus-Munition gewesen. Eine riesige Napalmbombe. So, Belohnung wählen gibt es ja nur eine. Die zeige ich euch dann nachher. Denn jetzt mache ich erst einmal wieder einen Cut. Bis gleich.